Die Installation der Fritz-Funksteckdosen Deck 200 und 210 könnte einfacher nicht sein. Man nimmt die Steckdose, steckt sie schlicht und ergreifend in eine vorhandene Wandsteckdose ein. Das Decksymbol fängt an zu leuchten. Man bewegt sich zur Fritz-Box, drückt dort ein paar Sekunden auf die Deckt-Kopplungstaste. Die LED fängt dann auch entsprechend an zu leuchten und schon wird die Kopplung vollautomatisch durchgeführt. In meinem Fall hat das Ganze nie länger als eine Minute maximal gedauert. Danach ist die Funksteckdose auch direkt funktionsbereit. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Stecker einer Standlampe, wie wir sie hier haben, direkt einstecken und kann diese dann ganz einfach und bequem über die Fritz-Web-Oberfläche, über die App oder in meinem Fall auch über Alexa fernsteuern und bedienen. Eine weitere geniale Idee für den Einsatzzweck der Funksteckdosen von Fritz ist in Kombination mit einer Waschmaschine. Solange das Wetter nicht optimal ist, werde ich die 210 noch nicht im Garten nutzen, sondern erstmal hier in der Waschküche. Die Steckdose wird einfach zwischen Wand und Waschmaschine geklemmt und in Kombination mit den Fähigkeiten der Messung des Stromdurchflusses und darauf basieren die Regeln, die man erstellen kann, kann ich den Push-Mail-Service nutzen, um mir automatisch eine E-Mail schicken zu lassen, wenn die Waschmaschine fertig ist. Einfach genial!